Wenn ihr noch ein bisschen Geduld habt, ich muss eigentlich meine Geschichte der Mitfreude noch loswerden. Weil die einem unter die Haut geht, ein bisschen, wenigstens hoffe ich. Habt ihr noch? Streckt euch die Beine ruhig aus. Das ist nämlich eine selbst erlebte Sache. Ich bin Großmutter von 5 Enkeln. Und meine liebe Schwester, die 2 Jahre älter war, hat im Ganzen, glaube ich, 16 Enkel gehabt. Ja. Also wir haben genug Enkel. Und da haben wir beide gedacht, wir machen mal eine schöne Ferien, ein paar Tage Ferien. Und wir sammeln ein paar Enkel. Also sie nimmt 2 und ich nehme 2 Enkel mit. Und dann machen wir es ganz gemütlich. Und die 2 Omas, also mit den Enkeln unterwegs. Und das war wunderschön. Wir sind da hingegangen, wo wir als Kinder, meine Schwester und ich, immer die Ferien gemacht haben bei den Großeltern, das Teutoburger Wald und das ist so schön und so. Also sind wir auf einen Bauernhof da gegangen und das war sehr schön. Eigene, so ein kleines, das ist Familien-Apartment. Und mit den Kindern, also schön. Meine Schwester ist Lore, Oma Lore und ich bin die Oma Ursula. Und wir haben da schön alles miteinander gemacht. Und so. Meine Schwester ist nun war eine besonders geschickte, die sehr schnell und gut organisieren konnte und sehr schnell alles richtig hatte. Die auch 5 Kinder gehabt, ich hatte bloß 2. Also die konnte das sehr gut. Immer flott, flott, flott und schon war alles wieder gerichtet und schön, ne? Also Oma Lore macht das ja sehr schnell, macht also ein herrliches Frühstück, kommt Kinder, kommt alle essen und so. Ja, und alle essen und zwar wunderschön. Uschi heißt sie in der Familie. Uschi, du kannst es schon mal abwaschen. Na, also gut, habe ich jetzt schon mal abgewaschen. Da habe ich da schön ordentlich, also mal abgewaschen und so. Ne? Nach dem Frühstück sagt Lore, ja, also dann machen wir erstmal ein schönes Spiel und dann richten wir alles für das Mittagessen her. Ja, also welches Spiel wollt ihr denn? Ja, ich schlage vor das und das. Oh ja, Oma Lore, das ist schön. Also wird da ausgebaut. Ich habe sowas selbst mir einfallen lassen, die Oma Lore sagt das nicht und dann alle am Tisch und machen schön das Spiel und ich gucke dann auch zu, spiele auch mal ein bisschen mit und so, nicht, aber die alle ganz eifrig. Ne? Und dann nach einer Weile wird das weggeräumt, so und jetzt wird Mittagessen vorbereitet. Jeder kriegt da Möhrchen und die anderen, was weiß ich, Gurken zu schneiden und alle schnibbeln schön und so. Und sagt, ja, das macht ihr ja so schön und so. Uschi, wenn du schon mal vorbereitest, die Kochtöpfe und was da so ist, also machst du das schon mal, ja, und bereite schon mal Zwiebeln anrösten und sowas, ja, mache ich brav, natürlich, um das zu machen. Also geht das so schön weiter und dann alle sagen, alle freuen sich mit Oma Lore da Gemüse zu schnibbeln und so, nicht? Und ich hab das wieder so schön gemacht, ach ja. Und so hast du uns das ja auch gut gezeigt, Oma Lore, nicht? Das können wir so schön und wunderbar. Also kam dann, wurde dann gekocht und so, schmeckte so schön und Oma Lore hat dann das noch abgeschmeckt und das noch geschickt gemacht. Oma Lore, hast du gut gekocht? Hast du gut gekocht? Alle kommen, ja, also so. Ja, und dann Uschi, räumst du schon mal ab und so. Oma Uschi räumt also ab und versucht es schon abzuwaschen und so. Ne? Also ja. Und dann am Nachmittag sagt Oma Lore, ja, also was machen wir denn am Nachmittag? Wir machen einen kleinen Ausflug. Ihr könnt ja schon alle Radfahren und wir haben uns Räder zur Verfügung gestellt. Wir fahren also zu Mariechen Galopp. Das war so unser kleines Restaurant, das nannten wir so. Weil Mariechen war die Kellnerin, die war immer so schnell. Also nannten wir Mariechen Galopp. Also wir fahren alle zu Mariechen Galopp hin. Das ist ja so schön. Da kriegt ihr auch eine Limo und so, nicht? Oder da gibt ja was, nicht? Also alle auf die Räder. Und, nein, noch nicht auf die Räder, sondern siehst ja in Uschi, schaust du mal, dass die alle aufgepumpt sind? und dass sie in Ordnung sind, dass wir auch dann nachher wirklich um dann bei Zeiten loskommen und ich pumpe Räder auf, pass auf, dass die Sättel richtig hoch sind und was weiß ich, was so an Rädern dann mit Kindern dann sein musste, nicht? Also es war alles, wir sind also nach Mariechen Galopp, nicht? Wunderbar. Alles Spaß. Ach, das war ja wieder schön, Oma Lore. Das war ja was Schönes. Na gut.
War auch schön, ja. Wir kommen nach Hause und dann wird ein Abendbrot gegessen. Lore sagt, ihr seid so müde. Nu hatte sie schon alles wieder hingestellt, war schon die Brote gemacht und alles. Also alle freuen sich und essen und wunderbar. Ja, ja. Nachher, ja. Oma Lore, was machen wir denn heute Abend? Ja, ja, machen wir erst ein kleines Spiel und dann erzähle ich ein Märchen. War nämlich Märchenerzählerin. Konnte sie auch. Und dann hat sie, sagt sie, ja, und welches Märchen? Ja, nicht die gewöhnlichen Märchen, die kennt ihr ja alle. Ja, die Oma Ursula hat uns schon erzählt, aber die wollen wir nicht mehr. Nur ein anderes Märchen. Na gut, also ich erzähle euch alle die drei faulen Spinnerinnen und sie kennt das? Nein. Und so. Wunderbar, sie konnte wunderbar erzählen, also erzählt und alle begeistert und so, ne? Und dann schließlich wird es Zeit, ins Bett zu gehen, alle gehen schön ins Bett. Ja, wunderbar. Gute Nacht gesagt, Küsschen, jawohl. Ich lieg im Bett. Oma Lore. Oma Ursula wird überhaupt nicht gefragt, nur so die Dienstleistungen. Nix. Ja, das geht doch nicht. Das sind doch meine Enkelkinder auch. Und nicht nur, wie gibt's denn das? Und außerdem, meine Enkelkinder, die Liebe geht bloß dahin und so, ich hab die doch auch so lieb. Was krieg ich denn eigentlich, ne? Also immer Oma Lore. Und in mir kommt immer mehr. Nein. So finde ich das nicht richtig. ist nicht in Ordnung. Ja. Und ich wurde immer so grantiger und schlief gar nicht dabei. Natürlich war mein Einschlafen dadurch gestört, nicht? Weil ich ja nun überlegen musste, was da nicht richtig war. Und so. Und dann komme ich schließlich drauf. Ist ja der reine Neid, was du da hast. Der reinste Neid. Die Liebe deiner Enkelkinder und überhaupt der Kinder und überhaupt, dass sie alles so besser kann und so, ne? Und dann dachte ich, du bist ja eine Meditierende. Du hast ja auch schon was von der buddhistischen Lehre gehört, eine ganze Weile. Was hat denn der Buddha da gesagt? Der hat gesagt, Neid sollte man durch Mitfreude ersetzen, Und da habe ich gedacht, was habe ich davon? Dann habe ich überlegt, ja, was habe ich von Neid? Ich kriege einen Grant auf meine eigenen Enkelkinder und auf die anderen auch natürlich. Auf alle kriege ich einen Grant. Ich kriege Ärger gegen meine Schwester, die ich so eigentlich liebe. Ich kriege da Ärger und in mir wühlt es. Na. Und wenn ich jetzt mit Freude habe, da freue ich mich an den schönen Sachen, was Lore alles kann. Ich freue mich mal an meinen Enkelkindern, dass sie jemanden haben, mit dem sie so schön was machen können. Und ich fühle mich wohl. Da habe ich gesagt, da kann ich ja wohl die Wahl treffen. Und da habe ich gesagt, ab morgen freue ich mich mit. Nichts mehr mit Neid. Und am nächsten Morgen war ganz klar. Dann habe ich gesagt, wirklich, jetzt legst du weg. Ist Unsinn. Und am nächsten Tag habe ich dann so mitgemacht. Und dann sagen sie, komm, Oma Ursula, kommst du nicht auch an den Tisch? Ich denke, was gibt's denn jetzt? Machst du nicht auch mit? Natürlich mache ich mit. War ich dabei? Alles dabei. Da war auf einmal nicht mehr dieses, da war nichts mehr, mach du doch mal das Abwaschen, mach du doch das. Alles gemeinsam. Da merkte ich, das ist ja wohl nicht möglich. Die haben doch nicht gehört, was ich gesagt habe in der Nacht. Aber vielleicht haben sie doch was mitgekriegt. Ne? Es war wie umgewandelt, war interessant. Es muss ja von mir aus eine andere Ausstrahlung geworden sein, nicht? Oder was? Es war, alles ging wunderbar, wir freuten uns alle miteinander, ich war mittendrin, ich war gar nicht mehr so an der Seite oder so. Alles ging. Und da war mir nochmal richtig klar, was das ist. Neid oder mit Freude. Also die Geschichte von Oma Lore und Oma Ursula, hoffe ich, dass euch die einfällt, wenn da irgendwo mal der Neid kommt. So, und damit wollte ich euch eine gute Nacht sagen.